Ich möchte heute Morgen über einen Satz sprechen, den der Heilige Geist ganz klar in mein Herz gesprochen hat, und zwar letzten Dienstag. Das war in der Zeit, wo wir in der Hängematte lagen. Nein, da war ich nicht in der Hängematte, sondern es war nachts um 6 Uhr oder 6 Uhr morgens bin ich aufgewacht und bin auf die Toilette gegangen, und plötzlich spricht der Heilige Geist ganz klar, ich war kaum wach, der Heilige Geist spricht ganz klar einen Satz in mein Herz, und ich hatte vorher darüber nicht nachgedacht, und ich wusste sofort, Gott hat gesprochen, und ich wusste auch, wenn ich nicht sofort aufschreibe und mich nochmal ins Bett lege, dann habe ich ihn vergessen, und deswegen habe ich ihn sofort aufgeschrieben, und dieser Satz lautete, und darüber möchte ich heute ein bisschen sprechen, weil der Heilige Geist hat dann die Tage drauf zu mir gesprochen über diesen Satz. Dieser Satz heißt: Es gibt keine Grenzen dafür, wo die ein wacher Geist hinbringen kann. Ich sag's nochmal, kannst du ein bisschen drüber nachdenken. Es gibt keine Grenzen dafür, wo dich ein wacher Geist hinbringen kann. Also Gott hat uns als seine Kinder dafür bestimmt, Großes zu erreichen. Glaubst du das? Sag mal zu deinem Nachbarn: Ich glaube, du bist für Großes bestimmt. Gott hat uns im Geist als seine Kinder für Großes bestimmt. Warum? Weil Gott groß ist. Amen. Wir haben einen großen Gott als Vater. Ja, wir haben nicht nur einen großen Gott, der irgendwo fern ist bei den Bergen, hinter den sieben Zwergen, nee, umgekehrt, bei den sieben Zwergen, hinter den Bergen. Egal, wir haben nicht einen Gott, der weit weg ist, sondern wir haben einen Gott, den wir Vater nennen können. Und dieser Gott ist zugleich der Herr des ganzen Universums. Amen. Das heißt, er ist an Größe nicht zu überbieten. Amen. Wenn du dir den Himmel anschaust, dann siehst du die Größe Gottes. Und jetzt in Martinique war so ein schöner, klarer Sternenhimmel. Ich habe zum ersten Mal in meinem Leben das Kreuz des Südens gesehen. Halleluja. Ich konnte richtig schön beobachten von unserem Haus aus. War richtig genial. Weißt du, da siehst du die Größe Gottes. Amen. Weißt du, er hält die ganze Welt in seiner Hand. Ich habe zum ersten Mal in meinem Leben den nächsten Stern zur Sonne gesehen, ja, den uns nächstgelegenen Stern, Alpha Centauri, den sieht man hier in Mitteleuropa, nicht nur im Süden. Alpha Centauri, ich habe zu Irina gesagt, dieser Stern ist der nächste zur Erde. Und dann hat sie mich gefragt, wie weit ist er weg? Und dann habe ich gesagt, nur knapp 50 Billionen Kilometer. Das ist also astronomisch gesehen ein Katzensprung, ja. Gerade mal 50 Billionen Kilometer, lächerlich. Aber da siehst du die Größe Gottes, Amen. Da siehst du die Größe Gottes. Und dieser große Gott hat dich zu seinem Kind gemacht. Halleluja. Also wofür bist du bestimmt als Kind eines großen Gottes? Zu Großem. Jesaja 54, Vers 2 bis 3 lese ich dir. Da sagt Gott: Mache weit den Raum deines Zeltes. Amen. Mit anderen Worten, denke groß. Mache weit den Raum deines Zeltes und deine Zeltdecken spanne aus. Spare nicht, mache deine Seile lang und deine Pflöcke stecke fest, denn du wirst dich nach rechts und links ausbreiten, und deine Nachkommen werden die Nationen beerben und die verödeten Städte besiedeln. Halleluja. Amen. Mit anderen Worten, was sagt Gott hier? Gott sagt hier: Es gibt keine Grenze dafür, was du erreichen kannst und wie weit du dich ausbreiten kannst. Die einzige Grenze dafür, wie weit du dich ausbreiten kannst und was du erreichen kannst, die einzige Grenze ist die, wie weit du deine Zeltpflöcke steckst. Das ist das, was Gott hier sagt. Er fordert uns auf, unsere Zeltpflöcke weit zu stecken. Weil so weit, wie wir sie stecken, so weit werden wir uns ausbreiten. Gott hat dich dazu bestimmt, dich beliebig weit auszubreiten. Und es liegt an dir, wie weit es sein darf. Amen. Halleluja. Und ich glaube, und das hat mir so der Heilige Geist gezeigt, nachdem er mir diesen Satz gesagt hat: Es gibt keine Grenzen dafür, wohin dich ein wacher Geist bringen kann. Er hat mir so gezeigt, diesen Zusammenhang, weißt du, je wacher dein Geist ist, umso weiter kannst du kommen in Gott. Amen. Je wacher dein Geist ist, umso weiter kannst du fliegen. Je wacher dein Geist ist, umso größer wirst du denken. Je wacher dein Geist ist, umso weiter kannst du deine Zeltpflöcke stecken. Je wacher dein Geist ist, umso Größeres kann Gott durch dich erreichen. Amen.
Deswegen glaube ich, ist tatsächlich ein Schlüssel dieser wache Geist. Sag mal zu deinem Nachbarn, ein wacher Geist. Ein wacher Geist. Was heißt es, geistlich wach zu sein? Was bedeutet es, geistlich wach zu sein? Ich habe mich gefragt, ich habe gesagt, okay, Herr, wenn ein wacher Geist mich so weit bringen kann, was heißt es, geistlich wach zu sein? Was heißt es? Also, ich glaube, geistlich wach sein bedeutet sozusagen nichts anderes, als innerlich den geistlichen Turbo angeschaltet zu haben. Geistlich wach zu sein bedeutet, einen Hunger und eine Entschiedenheit in dir zu tragen, weiterzukommen in Gott. Das ist wirkliche geistliche Wachheit. Geistliche Wachheit ist nicht einfach nur, okay, ich bin bekehrt, okay, ich glaube an Jesus, okay, ich bin von Neuem geboren, obwohl das die Voraussetzung ist. Natürlich. Ein Mensch, der Jesus nicht kennt, ist, sagt die Bibel ganz klar, Paulus, Epheser 2, Vers 1, er sagt, er ist tot in seinen Vergehungen. Das heißt, er ist geistlich tot. Ein Mensch, der Jesus nicht kennt, ist komplett tot. Tot, einfach tot, ja? Geistlich tot. Und du kannst es oft, wenn du mit Menschen sprichst, du kannst es oft schon auf den ersten Blick in den Augen sehen, ob jemand geistlich lebendig ist oder nicht. Ja? Du kannst es oft auf den ersten Blick sehen, nicht immer, aber oft kannst du es sehen und du siehst den geistlichen Tod und du siehst auch das geistliche Leben. Ein Mensch ohne Jesus ist geistlich tot. Von Neuem geboren zu werden, ist die Voraussetzung dafür, um geistlich wach zu sein. Amen. Aber Gott in dieser Zeit erweckt Menschen. Amen. Er ruft die geistlich Toten ins Leben. Halleluja. Preist den Herrn. Jesaja 26, Vers 19, habe ich dir eine starke Schriftstelle, da heißt es, deine Toten werden lebendig. Amen. Deine toten Familienangehörigen werden lebendig. Deine toten Nachbarn werden lebendig. Deine toten Arbeitskollegen, Freunde, Bekannte, Verwandte werden lebendig. Er sagt, wacht auf und jubelt, Bewohner des Staubes. Bewohner des Staubes, das sind die Toten. Ja? Denn ein Tau der Lichter ist dein Tau und die Erde wird die Schatten gebären. Mit anderen Worten, sie wird die Toten zum Leben bringen. Amen. Unser Gott ist ein Gott, der geistliches Leben ausbreitet. Wo immer wir hinkommen, kommt geistliches Leben hin. In deine Familie kommt geistliches Leben. In deine Nachbarschaft kommt geistliches Leben. In unser Land kommt geistliches Leben. Halleluja. Halleluja. Preist den Herrn. Und manchmal benutzt Gott Erschütterungen im Leben von Menschen. Manchmal erschüttert Gott das Leben von Menschen. Bevor ich mich zu Jesus bekehrt habe, hat er mein Leben erschüttert. Er hat es wirklich erschüttert. Und ich wusste, ich brauche Hilfe. Ich wusste zunächst nicht, wo sie herkommt, aber ich wusste, ich brauche Hilfe. Er hat mein Leben erschüttert. Auch das sagt die Bibel. Apostelgeschichte 13, 41, in der Hoffnung für alle heißt es, ihr Verächter der Wahrheit, wacht auf aus eurer Gleichgültigkeit und erschreckt zu Tode. Ja, Amen. Ich bin buchstäblich zu Tode erschrocken über meinen Zustand. Ich weiß noch genau den Tag mit 18 Jahren, als ich an eine S-Bahn-Station in Stuttgart ging und mir dort diese drogenabhängige Frau entgegenkam, die offensichtlich kurz vor dem Tod war, mich aus ihren leeren Augen anschaute und sie war schon völlig abgemagert und du konntest sehen, die hat nicht mehr lang zu leben. Und sie schaute mich an aus ihren leeren, toten Augen und in dem Moment traf es mich wie ein Blitz und ich wusste, genauso fertig wie diese Frau ist, genauso fertig bist du auch. Obwohl ich nicht dem Tod nahe war körperlich, aber ich wusste es. Weißt du, er hat mich erschüttert, er hat mich zu Tode erschreckt. Und das ist manchmal gut. Amen, das ist manchmal gut. Halleluja. Das ist manchmal gut. Und Apostelgeschichte 13, 41 sagt weiter, was ich noch zu euren Lebzeiten geschehen lasse, würdet ihr nicht für möglich halten, wenn andere es euch erzählen. Das heißt, weißt du, Gott will zu unseren Lebzeiten Dinge tun, die zum einen auf der Seite des Lichts gewaltig sind. Weißt du, Gott will, weißt du, Erweckung schicken wie nie zuvor. Und Erweckung ist wirklich im Raum. Erweckung ist in der Luft. Also dort auf Martinique, ich kann euch sagen, da ist echt ein Geist der Erweckung, wirklich. Ich meine, die Gemeinde, die gibt es noch gar nicht so lang, aber die ist auf 500 Leute da gewachsen in Martinique, ja, innerhalb von ein paar Jahren. Und die Leute bekehren sich. Und wenn du mit Leuten auf der Insel sprichst, fast überall sind die Leute offen für Gott.
Das ist interessant. Das ist wirklich ein Spirit of Revival in the air. Und ich sag dir, das kommt auch in Deutschland. Amen. Halleluja. Das kommt auf der ganzen Welt. Amen. Erweckung kommt. Halleluja. Was ich noch zu euren Lebzeiten geschehen lasse, würdet ihr nicht für möglich halten, wenn es andere euch erzählen. Es gilt auf der Seite des Lichts, aber es gilt auch auf der Seite der Finsternis. Gott erschüttert in dieser Zeit diese Welt und wir hören es überall in den Medien, es nimmt ständig zu, die Erschütterung nimmt ständig zu und das ist ein Teil dessen, dass er die Menschen, die Jesus noch nicht kennen, die geistlich noch tot sind, dass er sie zu Tode erschreckt. Ja, nicht um sie auf die Dauer in Angst und Schrecken zu versetzen, sondern um sie zu sich zu ziehen, um ihnen die Möglichkeit zu geben, aufzuwachen. Weißt du, manchmal brauchst du eine Erschütterung, um aufzuwachen. Halleluja. Und weißt du, dann kannst du Gott dankbar sein. Ich bin Gott so dankbar, dass er mit 18 Jahren mein Leben so erschüttert hat. Weißt du, einfach geistlich erschüttert hat. Es war gar kein äußerer Anlass bei mir. Ich kann nicht sagen, dass ich eine Diagnose hatte, eine schlimme. Ich kann nicht sagen, damals war ich ja noch in der Schule, ich kann nicht sagen, dass ich kurz vorm Durchfallen war, beim Abi oder so irgendwas. Nein, kann ich nicht sagen. Es lief eigentlich alles äußerlich super und doch hat Gott meine Seele erschüttert und ich sage, danke Jesus, dass du mich zu Tode erschreckt hast, denn dadurch habe ich das Leben gefunden. Amen. Und wenn du heute Morgen hier bist oder vielleicht über Livestream zuschaust und du bist gerade in diesem Zustand, wo du irgendwie wie zu Tode erschreckt bist, weißt du, dann kannst du gleichzeitig schon wieder Gott danken, weil heute Morgen wirst du die Botschaft bekommen, die dich geistlich wach macht, die dich geistlich erweckt, die dich zu neuem Leben bringt und du wirst es nie bereuen, dass er dein Leben erschüttert hat, weil das, was du dafür bekommst, das Leben, das du dafür bekommst, ist so viel gewaltiger als alles, wodurch du durchgegangen bist. Halleluja. 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 Also, von neuem geboren sein ist entscheidende Voraussetzung dafür, geistlich wach zu sein. Aber wie ich schon am Anfang gesagt habe, auch wenn du von neuem geboren bist, ist es noch keine Garantie dafür, dass du voll geistlich wach bist. Immer. Amen. Weil ich habe gesagt, geistlich wach sein bedeutet, von dieser Entschiedenheit, von diesem Hunger, von diesem inneren Drang, vorwärts zu gehen, erfüllt zu sein. Weißt du, wie so ein innerer Turbo, der läuft. Ich habe gerade schon das Bild gebraucht. Aber es ist so, wie ein innerer Turbo, der läuft. Weißt du, da ist nichts Selbstgefälliges, da ist nichts Laues, da ist nichts Lasches drin, sondern da ist Feuer im Herzen von jemandem, der geistlich wach ist. Und Gott ruft uns in diese geistliche Wachheit. Gott ruft uns da hinein. Weißt du, wenn du in deinem Leben verspürst, wow, der Hunger ist nicht mehr so da, wie er schon mal da war, dann kannst du, dann hast du die Autorität, deiner Seele zuzusprechen. Hey Seele, wach auf, sei geistlich hungrig, streck dich neu aus, sei nicht lauwarm. Du weißt, was mit den Lauwarmen passiert. Seele, die Lauen werden ausgespien, sagt Jesus. Seele, das willst du nicht, Amen. Halleluja. Also fachst du das Feuer wieder an. Also fachst du die Hitze wieder an. Weißt du, das heißt in 1. Thessalonicher 5, 6 sagt Paulus, also lasst uns nun nicht schlafen wie die übrigen, sondern wachen und nüchtern sein. Mit anderen Worten, Gott sieht, dass viele schlafen. Ich sage dir, Gott sieht auch, dass viele Christen schlafen. Was sind Gründe, warum du als Christ dich schlafen legst? Was können Gründe sein? Ich sage dir, ein Grund kann sein, einfach, dass du selbstgefällig wirst. Es läuft alles gut. Weißt du, Gott hat dich gesegnet. Gott hat dich gesegnet, Gott hat dich finanziell gesegnet vielleicht. Gott hat dich mit einer tollen Frau gesegnet oder einem tollen Mann, vielleicht mit einer Familie oder was auch immer. Und alles läuft gut. Ich sag dir, du bist in Gefahr, wenn du nicht aufpasst. Amen. Deinen geistlichen Hunger, dein Feuer zu verlieren, weil alles läuft so gut und Stolz schleicht sich ein, sodass du sagst, oh, mir kann keiner was, alles, ich habe alles im Griff, mein Leben läuft, alles abgesichert, bis zur Rente, bis zur Bare, Beerdigung schon finanziert, Halleluja. Was kann mir noch passieren? Aber Gott will uns wachrütteln. Amen.
Halleluja. Weißt du, die Bibel, ich hab das studiert, nachdem ich diesen Satz von Gott gehört habe. Ich habe studiert über Wachheit. Und weißt du, die Bibel ist so voll von Aufrufen bei Jesus. Weißt du, ständig ruft er auf, seid wachsam. Ja, wie sagt er in Lukas 12, 37, er sagt, glückselig jene Knechte, die der Herr, wenn er kommt, wachend finden wird. Also nicht eingelullt durch Selbstgefälligkeit. Wahrlich, ich sage euch, er wird sich umgürten und sie sich zu Tisch legen lassen und wird hinzutreten und sie bedienen, hat Jesus gesagt. Also er ruft dich auf. Hey, wenn da irgendeine Spur von Selbstgefälligkeit, wenn du das merkst, weil es ist keine Schande. Jeder von uns hat es schon mal erlebt, wenn wir ganz ehrlich sind. Also dass du merkst, oh ja, jetzt läuft es eigentlich ganz gut, so kann es weitergehen, so kann es immer bleiben. Ich sage dir, das ist der Anfang von geistlichem Tod. Der Satz, so kann es immer weitergehen, ist das Gegenteil von geistlicher Wachheit. Amen. Weil der geistliche Turbo in dir, das Feuer in dir, wenn du wach bist, das will weiter, das will vorwärts, das will die Zeltpflöcke weiterstecken. Das ist nicht zufrieden mit dem. Also natürlich sind wir dankbar für das, was wir haben und was Gott uns schenkt. Aber wir sind nicht zufrieden da, wo wir sind oder das, was jetzt momentan ist, sondern wir wollen weiter. Amen. Das ist der geistliche Turbo. Und wenn du merkst, da hat sich Selbstgefälligkeit drüber gelegt, Stolz vielleicht, einfach so, ja, Gemütlichkeit. Der Ohrensessel ist so warm geworden mit der Zeit. Weißt du, dann kannst du dir selber die Nadel an den Popo setzen und dich mal pieksen und sagen, hey, du bist bestimmt für Wachheit. Da ist noch so viel mehr. Du bist nicht bestimmt, die restlichen Jahre deines Lebens so dahin zu dümpeln, deinen Job zu machen und irgendwie so, ja, so ein bisschen dich gut zu fühlen, sondern du bist dazu bestimmt, etwas zu verändern in dieser Welt. Halleluja. Du bist dazu bestimmt, Land einzunehmen für Jesus. Du bist dazu bestimmt, wirklich zu sehen, dass die Verlorenen errettet werden. Du bist dazu bestimmt, die Kranken zu heilen, die Gebundenen zu befreien, die Gemeinde Jesu aufzubauen, zum Wachsen zu bringen, zum Blühen zu bringen. Dafür bist du bestimmt. Halleluja. Ich habe dir diese Lieblingsstelle von mir aus der Message-Übersetzung, Römer 8, Vers 12, lese ich dir heute Morgen auch nochmal vor. Oder nee, ich lese nur Vers 14, 15 vor, wo es heißt, dieses Auferstehungsleben, das wir von Gott empfangen haben. Sag mal zu deinem Nachbarn, du hast es empfangen. Das Auferstehungsleben. Dieses Auferstehungsleben, das wir von Gott empfangen haben, ist kein grabbewachendes Leben. Also manche Christen bewachen ihr Grab, nur dass nur ja keiner an ihr Grab rankommt. Nur ja keiner meine Grabesruhe stört. Sie nennen es nicht Grabesruhe, aber im Grunde genommen ist es das. Dass nur ja keiner meine Kreise stört, nur ja keiner mich aus meiner Gemütlichkeit aufscheucht, nur ja keiner mich aus meinem Trott rausholt. Nein, unser neues Leben, unser Auferstehungsleben, das wir von Gott empfangen haben, ist kein grabbewachendes Leben, sondern es ist abenteuerlich und voller Erwartung, Gott mit einer kindlichen Einstellung begegnen. Was kommt jetzt, Papa? Amen. Und ich sage dir, es gibt so viele Herausforderungen im Geist, die Gott für dich bereitet hat. Du musst nicht suchen in der Welt nach irgendwelchen Abenteuern. Amen. Es war jetzt interessant, in Martinique haben wir am Mittwochabend, glaube ich, sind wir essen gegangen in Sainte-Anne. Und da saß am Nachbartisch saß ein Mann, mit dem kamen wir ins Gespräch, das war ein Franzose. Und da hat sich herausgestellt, der war extra nach Martinique gefahren, um von dort mit 5 Leuten zusammen auf einem kleinen Segelboot den Atlantik zu überqueren, nach Marseille. Ja? Von Martinique nach Marseille. 4, 5 Wochen lang geht es. Ja? Und der hat uns so erzählt, wie das so läuft und so weiter. Und es ist natürlich auch nicht ganz ungefährlich, das Ganze. Ja, da kann schon einiges auch passieren zwischendurch, aber er hat keine Angst. Und dann hat er unter anderem hat er so gesagt, ja, der war schon 67, ja. Und hat man dann rausgefunden. Und er hat so gesagt, ja, ich habe mir schon mit 40, habe ich mir vorgenommen, alle 10 Jahre mache ich was Neues, was ich noch nie gemacht habe, ja, damit ich nicht einroste. Und ich glaube, mit 40 hat er, was hat er mit 40 gemacht? Ich glaube, einen Fallschirmsprung aus 4000 Meter Höhe. Und mit 50 hat er noch irgendwas Verrücktes gemacht, ich weiß nicht mehr genau. Und mit 60 ist er zum ersten Mal über den Atlantik gefahren mit dem Boot. Das war schon seine dritte Fahrt, für die er da jetzt bereit war. Ja. Also er hat alle 10 Jahre hat er eine neue Herausforderung. Und ich dachte mir so, dieses Denken ist mir so fremd. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite nicht. Ich dachte mir, ich muss mir nicht ständig irgendwelche Herausforderungen im Natürlichen setzen, schon gar nicht nur alle 10 Jahre.
Amen. Weil mein Leben ist abenteuerlich. Es ist abenteuerlich und zwar jeden Tag, weil ich einen geistlichen Turbo in mir angeschaltet habe. Amen. Und dieser geistliche Turbo will jeden Tag weiter und das sind jeden Tag Abenteuer. Und ich bin jeden Tag voller Erwartung. Was kommt jetzt, Papa? Amen. Halleluja. Und deshalb brauche ich nicht irgendwelche solche äußeren Herausforderungen. Weißt du, in dem Moment, wo du auf den Trichter kommst, dass du denkst, oh, ich brauche irgendwelche Herausforderungen und du suchst dir dann solche natürlichen Sachen, was weiß ich, einen Flug in den Weltraum mit Elon Musk oder sonst was oder meldest dich an für die ersten Mars-Touristen oder sonst irgendwas. Also in dem Moment, wo du schon anfängst so zu denken, dann weißt du als geistlicher Mensch schon, oh, irgendwo bin ich falsch abgebogen. Weil Gott hat viel bessere Abenteuer für uns. Ich meine, ich sage damit nicht, dass du nicht einen Fallschirmsprung machen darfst. Also kein Problem, du darfst auch Bungee-Jumping machen, du darfst auch den Atlantik überqueren. Alles kein Thema, dass du alles machen. Nur wenn du das Bedürfnis danach hast, weil in deinem Leben so wenig passiert, es zu langweilig ist, dann sage ich dir, dann lern mal Jesus richtig kennen. Amen. Dann lern mal den Heiligen Geist richtig kennen. Da wird es dir nicht langweilig. Amen. Da bleibt es immer spannend. Halleluja. Da ist immer was Neues. Nur eins ist wichtig. Du musst den geistlichen Turbo angeschaltet lassen. Und da musst du darauf achten, dass er nicht überdeckt wird durch, ich habe es gesagt, zum einen Selbstgefälligkeit, Zufriedenheit, alles läuft gut. Und auf der anderen Seite, ich sagte die zweite Sache, die deinen geistlichen Turbo zum Stillstand bringen kann. Die zweite Sache, die sozusagen wie Sand im Getriebe für deinen geistlichen Turbo ist, ist jede Form von Anstoß. Jede Form von Anstoß, die du nimmst, Anstöße im Herzen, unbereinigte Anstöße in deinem Herzen rauben das Feuer. Sie sind Feuerräuber, ob du es willst oder nicht, sie sind Feuerräuber. Sie schneiden dich ab vom Vorangehen. Ja, Matthäus 24 hat Jesus nicht umsonst gesagt und davor gewarnt, er hat gesagt, viele werden Anstoß nehmen am Ende. Viele werden Anstoß nehmen und die Liebe von vielen wird erkalten. Wer aber ausharrt bis ans Ende, mit anderen Worten, wer nicht zulässt, dass ein Anstoß in sein Herz kommt, der wird errettet werden. Anstöße können sein, Anstöße an anderen Menschen, die du nimmst, Enttäuschungen, Verletzungen von Menschen in deinem Leben, die dich verletzt haben. Wer von euch ist schon mal verletzt worden von irgendjemand in seinem Leben? Okay, Halleluja. Ja, Anstöße in deinem Herzen. Enttäuschung von Gott vielleicht. Warum ist das so gewesen? Warum ist das nicht so passiert? Warum ist das damals, warum wurde der da, mein, was er immer, mein Ehepartner damals nicht geheilt? Warum hat mein Kind diese Krankheit? Warum ist das noch nicht passiert? Müdigkeit durch körperliche Angriffe zum Beispiel kann zum Anstoß werden. Müdigkeit durch die Härten des Lebens, durch die Umstände und so weiter. Du wirst müde und da kommt sowas drauf, so nach dem Motto, oh, was kann ich noch erwarten? Ich sage dir, das muss raus. Amen. Halleluja. Heute Morgen glaube ich dafür, dass das Feuer Gottes wirklich jeden Anstoß aus unserem Herzen raustreibt und entfernt jeden Sand im Getriebe, jede Enttäuschung. Vielleicht ist es auch die Enttäuschung in Bezug auf dich selber. Amen. Elia war so ein Kandidat. Der Prophet Elia, was hat er gesagt? Ich bin auch nicht besser als meine Väter. So nach dem Motto, Herr, nimm mich aus dem Dienst, ich habe es nicht gepackt. Enttäuschung über sich selber. Enttäuschung über dich selber muss raus. Ist Sand im Getriebe, vorwärts zu gehen. Ist Sand im Getriebe. Bewirkt, dass diese Wachheit deines Geistes weniger wird, dass es überlagert wird. Ein wacher Geist ist ein anstoßfreier Geist. Ich habe noch niemanden gesehen, der wirklich wach war im Geist und voll vorangegangen ist mit Jesus, der mir irgendwelche Geschichten erzählt hätte von irgendwelchen Anstößen, was hier war und da war und wie der im Übel mitgespielt hat und wie jener im Übel mitgespielt hat und was da alles Schlimmes passiert ist und so weiter. Weißt du, wenn solche Dinge dein Herz erfüllen, dann bist du nicht mehr frei. Wer geistlich wach ist, hat sowas nicht. Und warum hat er es nicht? Nicht, weil er nie einen Grund gehabt hätte zum Anstoß. Oder? Wer von euch hat noch nie einen Grund gehabt zum Anstoß? Okay. Mutige voran. Verstehst du? Nicht, weil es keinen Grund gegeben hätte zum Anstoß, sondern einfach, weil wir die Gelegenheit zum Anstoß nicht ergriffen haben. Weißt du? Der Teufel gibt uns ständig Gründe,
zum Anstoß. Wir ergreifen sie nur nicht. Amen, wie wäre es damit? Sagen wir, sagst, okay, hab dich erkannt, Anstoß, weg. Amen. Sand im Getriebe, Staub auf meiner Seele, weg. Ich bin bestimmt fürs Feuer. Halleluja, ich bin bestimmt fürs Vorangehen. Halleluja, ich bin dafür bestimmt, neues Land einzunehmen. Amen. Halleluja. Preis den Herrn. Was hilft, deinen Geist wach zu halten? Da habe ich bei Jesus interessant gefunden, dass er an ganz vielen Stellen, interessanterweise gefunden, dass er an ganz vielen Stellen sagt, dass tatsächlich Gebet ein Schlüssel für die Wachheit unseres Geistes ist. Unseren Hunger, Gott im Gebet auszudrücken, ist ein Schlüssel für die Wahrheit unseres Geistes. Es reicht nicht nur aus zu sagen, Herr, ich bin hungrig, sondern wir müssen diesen Hunger auch ausdrücken. Amen. Deswegen ist der Geist des Gebets ein Schlüssel. Lukas 21, 36 sagt Jesus zum Beispiel, wacht nun und betet zu aller Zeit. Wachen und beten gehört zusammen. Und dann sagt er, dass ihr imstande seid, diesem allen, was geschehen soll, zu entfliehen und vor dem Sohn des Menschen zu stehen. Oder Matthäus 26, Vers 41, wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt. Der Geist zwar ist willig, aber das Fleisch schwach. Das heißt, indem du betest, bekommt dein Geist die Oberhand. Der Geist des Gebets ist ein Schlüssel dafür, geistlich wach zu sein. Jetzt sagst du, ja, wie fache ich den Geist des Gebets an? Ich habe dir einen ganz einfachen Tipp. Gebet in Sprachen. Da fängt es an. Ja, Römer 8, 26 sagt, wir wissen nicht, wie wir bitten sollen, aber der Geist selber vertritt uns mit unaussprechlichem Seufzen. Er vertritt uns in anderen Sprachen, Sprachen der Engel, Sprachen der Menschen, andere Sprachen, Sprachen, die du nicht verstehst, Sprachen, die aber dein Geist versteht und du fachst den Geist des Gebets an, indem du in Sprachen betest. Weißt du, das ist wie wenn du den inneren Turbo anwirfst. Manchmal musst du ihn anwerfen. Das ist wie bei einem Motorboot. Du musst den Motor anwerfen, dann musst du ziehen. Und manchmal geht er beim ersten Mal geht er nicht gleich an, aber erstmal versäuft nochmal kurz, dann musst du nochmal ziehen. Oder beim Rasenmäher ist teilweise ähnlich. Ja? Du ziehst. Und dann springt er an. Und so ist es manchmal im Gebet. Ja? Du weißt nicht, wie du beten sollst, also musst du mal kräftig ziehen. Und wie ziehst du? Indem du anfängst, in Sprachen zu beten. Und wenn es dann schon gleich wieder versiegen will, dann sagst du, dann ziehst du nochmal. Und wenn es wieder auf, bis er läuft, weißt du, irgendwann läuft er. Sieh beim Rasenmäher, irgendwann läuft er, dann musst du nicht mehr ziehen, dann läuft er. Amen. Und so, dann läuft es. Dann läuft es und du betest in Sprachen, du betest im Geist. Und aus dem Gebet in Sprachen heraus kommt dann auch das Gebet auf Deutsch hervor. Kommt das Gebet in deiner Sprache hervor. Fängst du an zu beten für die Menschen um dich herum. Fängst du an zu beten für die verlorenen Menschen, für die Anliegen Gottes, verstehst du? Weißt du, manche sagen, ja, ich weiß gar nicht, was ich beten soll. Ja, überleg mal, wonach Gott sich sehnt. Überleg mal, was Gott auf dem Herzen ist. Dann kannst du anfangen zu beten. Dann sagst du, ich bete für meine verlorenen Nachbarn. Ich bete für die Menschen um mich herum, die Jesus noch nicht kennen. Ich bete, dass sie Jesus erkennen. Ich bete, dass sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Du wirfst den Turbo an. Zwischendurch wirst du wieder müde. Halleluja, das schieße ich dir jetzt rein, dass du es nicht mehr vergisst. Halleluja. Und dann lässt du dich führen und leiten. Du lässt dich führen und leiten, wie er dich führt, für die Verlorenen. Du lässt dich führen und leiten, wie er dich führt, für die Gemeinde Jesu. Dass sie stark wird. Weißt du, es ist die Zeit für die Gemeinde Jesu, stark zu sein. Das Volk, das seinen Gott kennt, wird sich stark erweisen und entsprechend handeln. Das ist die Zeit dafür, dass wir uns stark erweisen. Und ich sage dir, ein waches Volk ist stark. Ein waches Volk. Ich sage dir, die Kirchen und Gemeinden, die geistlich nicht wach sind, da bläst ein kleines Windchen rein und sie sind weg vom Fenster. Eine kleine Erschütterung. Und ich sage dir,
genau das Gleiche ist in deinem Leben. Wenn du nicht geistlich wach bist, Jesus hat es gesagt, er kommt wie ein Dieb in der Nacht. Ja? Und wenn du nicht wach bist, bist du weg. Zack. Amen. Einfach. Weißt du, und du denkst noch vor, ach ja, ich bin ganz gut drauf, aber du bist nicht wach. Amen. Der Geist der Wachheit ist der Geist der Stärke. Amen. Wer wach ist, ist stark. Da habe ich dir einen Vers von Paulus dazu, wo dieser Zusammenhang deutlich wird. Wo habe ich ihn? 1. Korinther 16, Vers 13. Er sagt, wachet. Wachet. Sagt seinem Nachbarn, wache. Wachet, steht fest im Glauben, seid mannhaft, seid stark. Mit anderen Worten, die Wachen sind stark. Die Eingelullten sind schwach. Die tun vielleicht so stark, die sagen, oh, alles gut, ich habe alles im Griff und so weiter. Aber in Wirklichkeit sind sie schwach, geistlich sind sie schwach. Deswegen, Halleluja. Du wirfst den Turbo an, du fängst zu beten an für die Gemeinde Jesu. Aber jetzt in dieser Zeit natürlich ganz besonders für Israel. Du fängst an zu beten, dass alle Raketen abgefangen werden, dass nichts, kein Plan der Feinde in Erfüllung geht. Oh, dann betest du für unser Land, für eine geistliche Wende in Deutschland, für eine geistliche Wende der Gezeiten in Deutschland. Eine neue Welle der Erweckung in unser Land hinein. Halleluja. Bis in alle Bereiche der Gesellschaft hinein. Es brauchen wir so dringend. Ich sag's dir. Also wirf den Turbo an. Weißt du, du bist entscheidend. Wir sind entscheidend, was passiert. Eine Gemeinde, die betet, ist eine Gemeinde, die siegreich ist. Wacht und betet, hat Jesus gesagt. Halleluja, das gehört zusammen. Wach sein und beten gehört zusammen. Kolosser 4, Vers 2 sagt Paulus, haltet fest am Gebet, wachen Sinnes und voller Dankbarkeit. Da hast du wieder den Zusammenhang. Also, und während du wachen Sinnes bist und anfängst zu beten, sage ich dir noch was, passiert noch was. Gott steckt nämlich im Geist deine Zeltpflöcke weiter. Plötzlich fängst du an, im Geist zu säen. Weißt du, ein eingelullter, nicht wacher, schlafender Gläubiger hat keine großen Visionen. Der sieht nicht viel. Aber einer, der wach ist, der sieht weit. Wenn du wach bist im Geist, siehst du weit. Also es ist so, wie wenn du morgens aufwachst aus dem Schlaf, deine Augen sind noch halb mit dem Film bezogen, ja, und schaust, und da siehst du noch nicht weit. Amen. Aber wenn du dir den Schlaf aus den Augen gewischt hast und deine Brille vielleicht aufgesetzt hast, wenn du eine brauchst, ja, dann siehst du weit. Amen. Dann siehst du klar. Und genauso ist es so, wenn dein geistlicher Turbo an ist, wenn du im Geist im Gebet bist, wenn du im Geist wach bist, dann siehst du klar und dann siehst du weit. Und dann hast du was, was du in dein Traumbuch hineinschreiben kannst. Dann hast du Träume, dann hast du Visionen, dann siehst du weit, dann siehst du in einem Jahr, in zwei Jahren, in fünf Jahren, da will ich sein, dort will ich hin, dort werde ich sein, dort werde ich hinkommen. Amen. Weil Gott dir die Dinge zeigt. Einem wachen Geist offenbart er die Dinge. Halleluja. Ein wacher Geist sieht klar. Wie viele von euch wollen einen wachen Geist haben? Halleluja. Dafür werden wir heute Morgen beten, dass dein Geist so richtig wach wird. Halleluja. Und zwar, weißt du, nicht nur eben, weißt du, nicht nur einmal. Und zwei Tage später schon wieder der alte Zustand. Nein. Auch dazu habe ich dir einen Bibelvers, Epheser 6, Vers 18. Mit allem Gebet und Flehen betet zu jeder Zeit im Geist und wacht hierzu in allem Anhalten und Flehen für alle Heiligen. Das heißt, der Geist des Gebets soll anhaltend sein. Dauerhaft, sagt man seinem Nachbarn, dauerhaft. Das Feuer muss dauerhaft sein.
Und wir sollten uns auch gegenseitig, Paulus sagt es, wir sollen uns gegenseitig anreizen zu guten Werken. Also wenn du siehst, dein Bruder oder deine Schwester oder dein Ehepartner oder jemand anderes in deiner Familie ist irgendwie, da ist irgendwie der geistliche Turbo nicht so am Laufen, dann sag ihm einfach, schau mal, ich zeig dir mal was, mein lieber Bruder, meine liebe Schwester. Halleluja. Da ist mal wieder ein bisschen Feuer nötig und wenn da ein Anstoß reingekommen ist, dann schick ihn weg, hau ihn raus aus deiner Seele, lass ihn hinter dir, lass den Sand im Getriebe hinter dir, lass die Eingelulltheit hinter dir. Amen. Gegenseitig anreizen zu guten Werken nenne ich das. Halleluja. Kannst mal gerade einen Test machen, ob es bei deinem Nachbarn funktioniert. Dreh dich mal zu deinem Nachbarn und sag mal ja, schau mal, ob er anspringt. Schau mal, ob er anspringt. Ob er richtig gut anspringt. Halleluja. Ja. Amen. Also Gott weckt dich auf. Und interessant, Offenbarung 3, Vers 2. Da schreibt Jesus letztendlich an eine Gemeinde, die geistlich offensichtlich nicht so ganz wach war. Und er schreibt da, wach auf und stärke das Übrige, das im Begriff stand zu sterben. Das heißt, es ist wichtig, dass du selber wach bist oder wach wirst. Und wenn du wach bist, dann kannst du wieder die stärken, die vielleicht gerade nicht so wach sind. Weil dann hast du nämlich diese Salbung. Deinem Nächsten gegenüber. Amen. Halleluja. Aber deinem Nächsten ständig zu sagen, bet mehr, mach mehr, faste mehr und so weiter. Und du selber bist geistlich tot. Das funktioniert nicht. Amen. Du kannst dich jemand anders dahin bringen, wo du selber nicht bist. Aber du kannst selber, weißt du, du kannst es in dir selber anregen. Du kannst deiner eigenen Seele sprechen. Psalm 57, Vers 9 heißt es, wache auf meine Seele, sagt der Psalmist. Er spricht zu seiner Seele, wache auf meine Seele. Und dann sagt er weiter, wachet auf Harfe und Zither. Ich will aufwecken die Morgenröte. Mit anderen Worten, Lobpreis ist auch ein geistlicher Wachmacher. Amen. Lobpreis erweckt deinen Geist. Halleluja. Lobpreis ist eine geniale Grundlage für den Geist des Gebets. Amen. Deswegen Paulus sagt ja immer wieder, wacht mit Danksagung oder betet mit Danksagung. Ja, das heißt, Lobpreis ist ein wichtiger Schlüssel, um geistlich wach zu sein. Genauso wie das Wort Gottes. Das Wort Gottes macht dich immer wieder neu wach. Amen. Dazu auch ein Vers, Psalm 119, Vers 148. Ich wache auf. Ja, so viele Verse hat der Psalm 119, ist der Hammer. Ne? Psalm 119, Vers 148. Ja. Ist enorm. Ha? Halleluja. Okay. Ich wache auf, heißt es da, wenn es noch Nacht ist, nachzusinnen über dein Wort. Amen. Mit anderen Worten, das Wort Gottes erweckt uns. Es weckt uns auf, es ernährt uns. Es macht uns stark, ja. Es ist Rambasikadadala. Halleluja. Weißt du, und dann, was auch wichtig ist, was das Letzte ist, Gebet, Lobpreis, Wort Gottes. Das Letzte ist, ein wacher Geist handelt auch entsprechend. Amen. Das heißt, ein wacher Geist geht voran. Ein wacher Geist sitzt nicht passiv in der Ecke. Ein wacher Geist sagt nicht, oh, jetzt schauen wir mal, was der Herr so vorhat. Also, da kannst du lang vor dich hinschauen, was der Herr so vorhat. Wenn du nicht einfach irgendwo anfängst, aktiv zu werden, wenn du nicht einfach irgendwo anfängst, wirklich dich für sein Reich einzusetzen, wenn du nicht einfach irgendwo anfängst, deinen Platz einzunehmen, dann kannst du lang darauf warten, dass der Herr irgendwas vom Himmel runterfallen lässt. Weißt du, der Herr hat uns nicht dazu bestimmt, im Schlafwagen ins Reich Gottes zu fahren. Ja, es ist so. Er hat uns nicht für den Schlafwagen bestimmt. Weißt du, nach dem Motto, ja, ich habe Jesus angenommen, Jesus ist in meinem Leben, ich bin von Neuem geboren und jetzt im Schlafwagen ins Himmelreich. Nein, 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 das funktioniert nicht. Im Schlafwagen kommst du nicht ans Ziel. Sondern, ich habe es gerade schon gesagt, das Volk, das seinen Gott kennt, wird sich stark erweisen und entsprechend handeln. Das heißt, eine wache Gemeinde, ein wacher Christ verfolgt mit Kühnheit die Ziele Gottes. Gibt sich nicht mit weniger zufrieden. Gibt sich auch nicht mit Hindernissen zufrieden.
Also für einen, der geistlich wach ist, der Ziele für Gott verfolgt, ist ein Nein des Feindes keine Antwort, die er akzeptiert. Wird einfach nicht akzeptiert. Fertig. Wir hatten jetzt auch, das war auch eine interessante Erfahrung in Martinique, in unserem Häuschen hatten wir so eine Terrasse und da haben wir gegessen und da gab es so Vögel. Und sobald du Essen auf den Tisch gesetzt hast, waren die Vögel da. Und die waren echt, ich habe den einen Vogel, habe ich ihre Dreistigkeit getauft, weil der war sowas von dreist, der ist uns durchs Küchenfenster in die Küche geflogen und sofort saß er auf dem Glas mit dem Saft und hat geschlabbert. Ja. Das ging rucki zucki. Das war, oder sofort die Banane angehackt oder den Keks aus der Packung rausgehackt und so weiter. Du musstest ständig auf der Hut sein. Und weißt du, ja, es war wirklich so. Du konntest das Fenster nicht offen lassen, es ging nicht. Die Vögel waren sofort, die sind ins Wohnzimmer geflogen. Die hatten überhaupt kein Problem. Die haben überall nach Essbaren gesucht. Und wenn du beim Essen saßt, ja, dann sind die Vögel, saßen zuerst auf dem Geländer und dann zack, erster Sprung auf den Stuhl direkt gegenüber. Und dann, weißt du, dann hast du sie gejagt. Dann haben wir gemacht, haben sie weggejagt und gesagt, nein. Aber weißt du, die haben Nein nicht als Antwort akzeptiert. Das war so. Die haben das nicht akzeptiert. Ein Schritt zurück, halbe Minute später wieder ein Schritt nach vorne. Einmal umgedreht, zack, saß er wieder auf dem Glas. Hammer. Die wussten irgendwie, dass wir ihnen letztendlich nichts tun können. Das wussten die irgendwie. Egal, was du gemacht hast, du hast sie gejagt, du hast in die Hände geklatscht, du hast, wir haben sogar teilweise haben unsere Mandarinenkerne nach ihnen geworfen. Hat auch nichts genutzt. Kurz weg, dann wieder da. Nein, nicht als Antwort akzeptiert. Und ich sag dir, als ich das gesehen habe, dachte ich, ja, bei den Vögeln nervt es mich ja ein bisschen. Aber als Christen im Geist sollten wir ein Stück weit so sein. Wenn da ein Land ist, das Gott für dich bestimmt hat, dann solltest du Nein nicht als Antwort akzeptieren. Amen. Halleluja. Dann solltest du, weißt du, wenn der Feind dich an einer Stelle ein bisschen zurückdreht, hups, hüpfst du schon wieder hin. Amen. Nimmst schon wieder ein. Und dann gleich noch mal ein Stückchen weiter. Und noch ein Schrittchen weiter. Amen. Halleluja. Sag mal, ich akzeptiere Nein nicht als Antwort. Jedenfalls nicht vom Feind. Halleluja. Preis den Herrn. Preis den Herrn. Jesaja 52, Vers 1 ist ein Wort an die Gemeinde. Da sagt er, wach auf, kleide dich, Zion, in deine Kraft. Kleide dich in deine Prachtgewänder, Jerusalem, du heilige Stadt. Ja, mit anderen Worten, Gott will, dass die Gemeinde Jesu in ihrer Schönheit, in ihrer Pracht offenbar wird. Gott will, dass wir sichtbar werden. Gott will, dass wir hervorkommen. Ja, Jesaja 60, Vers 1 heißt es, steh auf, sei Licht, denn dein Licht ist schon gekommen. Sag mal zu deinem Nachbarn, dein Licht ist schon gekommen. Und die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir. Denn siehe, Finsternis bedeckt die Erde und dunkel die Völkerschaften. Aber über dir geht der Herr auf und die Herrlichkeit des Herrn strahlt auf über dir. Amen. Gott hat alles dafür bereitet, dass du scheinen kannst, dass du strahlen kannst. Aber ich sage dir, wer strahlt, das sind die, die einen wachen Geist haben. Ein wacher Geist strahlt aus. Ein wacher Geist ist übrigens auch attraktiv. Niemand wird durch Tod angezogen. Amen, es ist so. Niemand außer die Aasgeier. Aber die wollen wir nicht. Okay? Sonst wird niemand durch Tod angezogen. Dämonen werden durch Tod angezogen. Ja, genau. Aber Menschen werden angezogen durch das Leben. Amen. Durch wache Söhne und Töchter. Halleluja. Wache Söhne und Töchter sind attraktiv. Wache Söhne und Töchter nehmen das Land ein. Wache Söhne und Töchter sind stark. Wache Söhne und Töchter übrigens auch geben dem Teufel keinen Raum. Wo du wach bist im Geist, hat der Teufel keinen Raum. Wo du schläfst, hat der Teufel Raum. Amen. Deswegen noch ein Vers zum Schluss. 1. Petrus 5, 8. Heute sind viele Bibelverse, wie du merkst, aber du kriegst es dafür gut untermauert. 1. Petrus 5, Vers 8 heißt es, seid nüchtern, wacht, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Mit anderen Worten, wen kann er verschlingen?
Den, der schläft. Wen kann er nicht verschlingen? Den, der wach ist. Logo, oder? Also, wenn du wach bist im Geist, wenn du vorwärts gehst, wenn der innere Turbo läuft, wenn es rund läuft, der Sand aus dem Getriebe ist, wenn es rund läuft, dann hat der Feind kein Anrecht. Weißt du, da können Leute dich verfluchen, wie auch immer, da können Leute dir Böses wünschen, wie auch immer. Es hat kein Anrecht. Nur fang an zu schlafen und plötzlich kriegt der Feind Anrecht. Deswegen sei wach. Halleluja. Und wenn du irgendwo den Eindruck hast, wow, der Feind hat Anrecht, weißt du, dann fang nicht an, den Feind zu beschimpfen oder dich auf den Feind zu konzentrieren, sondern konzentriere dich auf deine geistliche Wachheit. Ja. Wirf den Turbo an. Weißt du, da hat der Feind nichts entgegenzusetzen. Der Feind versteht nicht unbedingt deine Sprachenrede, weißt du? Der wird verwirrt, der wird durcheinander gebracht. Du Shakarabasandadan, der Feind, was hat er denn? Was ist mit dem los? Verstehe ich nicht. Und dann wird er in seinen Plänen, ja, durcheinander gebracht und gehindert. Halleluja. Aber entscheidend ist dieser geistlich wache Geist. Halleluja. Heute Morgen will ich für uns alle beten, weil, wie war der Anfang, der Satz, den Gott zu mir gesagt hat? Es gibt keine Grenzen dafür, wo dich ein wacher Geist hinbringen kann. Und ich möchte, ich weiß nicht, wie es mit dir ist, aber ich möchte jedenfalls in meinem Herzen, dass jeder von uns wirklich weit kommt im Geist. Weit kommt. Wirklich mit Jesus weit fliegt. Viele Abenteuer für ihn erlebt. Weit fliegt im Geist. Viele Menschen erreicht. Viele Menschenleben verändert. Wirklich das Land einnimmt. Dazu beiträgt, dass dieses Land, dass Deutschland verändert wird, dass die Schweiz verändert wird, dass Österreich verändert wird, dass Europa verändert wird, dass die Welt verändert wird, dass er weg sich ausbreitet. Halleluja. Wo auch immer du hinkommst, weil da ein geistlich Wacher ist. Also eine Person, die wirklich geistlich wach ist, kann ein Buschfeuer auslösen. Amen. Mehr als 100, die schlafen. Ja. Und wenn 100, 200, 300, 400, 500, wie über Livestream, wow, über 1000, wenn ihr geistlich wach seid, alle, also was können wir erreichen? Ich sage, es gibt keine Grenzen. Amen. Es gibt keine Grenzen. Wir können gar nicht zu groß denken. Also der Leib Christi kann gar nicht zu groß denken, aber der Leib Christi ist oft so mickrig in seinem Denken, so vorsichtig und mickrig. Ich sage dir, warum? Weil er nicht ausreichend wach ist. In dem Moment, wo du wach bist, denkst du groß. Amen. Nur wenn du geistlich schläfst, dann denkst du eingeschüchtert, dann denkst du Begrenzung, dann denkst du, das kann man so nicht sagen und ihr könnt doch nicht einfach sagen, ihr könnt doch nicht einfach sagen und ankündigen, jetzt machen wir da eine Konferenz oder jetzt machen wir da eine Erweckungswoche und dann werden viele Wunder passieren. Woher wisst ihr denn das, dass die passieren werden? Das muss doch Gott machen. Wie könnt ihr einfach so über Gott verfügen? Weißt du, Gott hat es gern, wenn wir unsere Zeltpflöcke einstecken und sagen, jawohl, genau dafür stehen wir und genau das wollen wir. Amen. Also du musst keine Angst haben, dass wenn du mit Gott unterwegs bist, dass du zu viel versprichst. Zu viel erwartest. Du musst eher Angst haben, dass du zu wenig erwartest. Das ist dein Hauptfeind. Halleluja. Aber Gott möchte in dir diesen Turbo anwerfen heute Morgen. Komm, lass uns mal aufstehen zusammen. Halleluja. Ich möchte einfach beten für uns und auch alle, die über Livestream zuschauen, dass Gott wirklich in unserem Herzen diesen Turbo anwirft, in jedem einzelnen Leben, in jedem Einzelnen, der heute Morgen zugeschaltet ist, in jedem Einzelnen, der heute Morgen hier live dabei ist. Danke, Vater, für jeden Einzelnen, der bereits geistlich wach ist. Ich bete als erstes für die geistlich schon wach sind. Aber Vater, ich bete, Herr, dass du diesen Geist noch mehr verstärkst, Herr. Herr, dass du es noch mehr anfachst, Herr. Herr, dass der Turbo noch stärker gezündet wird, Herr. In Jesu Namen, Herr. Halleluja. Und ich bete, Vater, für diejenigen, die vielleicht geistlich ein bisschen lau geworden sind, die vielleicht feststellen in ihrem Innersten, oh, da hat sich ein bisschen was draufgelegt oder vielleicht noch nicht bedenklich, aber schon so ein bisschen irgendwie, ein bisschen Zufriedenheit, Selbstzufriedenheit, ein bisschen so, ach ja, mir kann der Teufel so schnell nichts mehr. Einfach so ein bisschen Lauheit, vielleicht ein bisschen
bisschen kleiner, so kleiner Müdigkeit oder sonst irgendwas, da sagen wir jetzt in Jesu Namen, Koranda. Oh, sag mit mir, Koranda.